Kollege Tankred Schipanski. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist die passende Überschrift zu dieser Debatte. Die Fraktion Die Linke holt hier altbekannte, vom Bundestag mehrmals abgelehnte Anträge aus ihren Archiven, um ihre Ideologie wieder einmal im Plenum des Parlaments, auf der Besuchertribüne und im Publikum an den Bildschirmen zu präsentieren. Diesen Antrag in sprachlich anderem Kleid haben wir in diesem Hohen Hause bereits am 14. April 2011 sowie am 25. Oktober 2012 umfangreich debattiert und abgelehnt. Immerhin will ich Ihnen zugestehen, dass Sie den heutigen Antrag ein bisschen in seiner Struktur geändert haben. Drei große Themenblöcke rufen Sie auf. Erstens Thema Hochschulzulassung, zweitens Thema Hochschulpark, drittens Thema BAföG. Und ich möchte mich schwerpunktmäßig mit den Ausführungen zur Problematik der Hochschulzulassung auseinandersetzen. Ausgehend, wie Sie das in Ihrem Antrag tun, von verschiedenen Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, hat dieses ja einen Grundsatz geprägt, den Sie leider wieder einmal verzerrt darstellen, ja eigentlich rechtsbeugend darstellen. Das Bundesverfassungsgericht sagt ausdrücklich, dass ein sogenannter Numerus Clausus und dass dieses Verfahren zulässig ist. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das Ausfallverfahren muss jedem Zulassungsberechtigten eine Chance geben. Es sagt gerade nicht, dass durch das Verfahren eine Zulassung zum Studium garantiert werden muss. Schon begrifflich schließt die Einräumung von Chancen das Risiko eines Fehlschlages ein. Und gerne verweise ich auf die Ausführung meiner Rede vom 14. April 2011 zu diesem Thema hier im Parlament. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gleichheitssatz des Grundgesetzes sehr entscheidend geprägt und somit auch das Gleichheitsverständnis in der Bundesrepublik. Es geht um Chancengleichheit und nicht um Gleichmacherei. Gleichmacherei ist ein Ansatz Ihrer linken Ideologie, den Sie immer wieder in diesen Debatten propagieren. Artikel 3 und das Bundesverfassungsgericht sprechen aber von Chancengleichheit und somit von Chancengerechtigkeit. Artikel 3 spricht eben nicht von einer Ergebnisgleichheit, wie Sie das immer als eine Fake News darstellen und verkaufen wollen. Gleiches gilt im Übrigen für Artikel 12, auf den sich ja Ihr Antrag hier stützt. Meine Damen und Herren, unser Bildungssystem, insbesondere das Hochschulsystem, wird von dem Grundsatz der Chancengerechtigkeit vollkommen gerecht. Eine mangelnde Durchlässigkeit, wie Sie in Ihrem Antrag behaupten, gibt es nicht. Wir haben das durchlässigste Bildungssystem der Welt und das Ganze kostenlos für junge Menschen. Unser Motto ist kein Abschluss ohne Anschluss. Das deutsche Bildungssystem ist durchlässig wie nie zuvor, so auch das Ergebnis der jüngsten Studie des Instituts der Wirtschaft in Köln. Diese Durchlässigkeit trägt Früchte. So hat sich der Bildungsstand der Gesamtbevölkerung in den letzten Jahren deutlich verbessert. Lesen Sie das bitte im nationalen Bildungsbericht aus dem Jahre 2016 nach. Auch die OECD stellt in ihrem Bildungsbericht von 2016 im Ergebnis fest, dass in kaum einem anderen Land Menschen, egal welcher Herkunft, einen so erschwinglichen Zugang zu Bildung haben, wie das in Deutschland der Fall ist. Hören Sie also auf, unser Land mit Ihrer Ideologie schlecht zu reden. Meine Damen und Herren, die Linken behaupten weiter in ihrem Antrag, es gibt ein Zulassungschaos an Hochschulen und der Bund muss nun zwingend tätig werden und dieses lösen. Als Allheilmittel schlagen Sie wieder Ihren Gassenhauer, ein Bundeshochschulzulassungsgesetz vor. Bereits das Wort ist ein Ungetüm, der Vorschlag aber erst recht. Es bestehen bei der Stiftung für Hochschulzulassung, die in der Öffentlichkeit mehr unter dem Begriff hochschulstart.de bekannt ist, keine rechtlichen Probleme, sondern technische Probleme. Und diese technischen Schwierigkeiten kann ich durch ein Bundeshochschulzulassungsgesetz gerade nicht lösen. Ferner ist der Bund für Ihre Debatte hier der völlig falsche Adressat. Die Stiftung Hochschulzulassung ist eine auf Staatsvertrag beruhende Einrichtung der Bundesländer. Adressat Ihrer Forderung ist somit die KMK, die wohl mit Blick auf diese Stiftung auch eine entsprechende Taskforce eingerichtet hat. Meine Damen und Herren, die Linken wissen spätestens seit der Beantwortung einer Kleinen Anfrage der Bundesregierung vom 9. Oktober 2015, dass es ein sogenanntes dialogorientiertes Serviceverfahren zur Koordinierung und Zulassung von Studienbewerbern gibt. Dessen Software wurde mit finanzieller Förderung des Bundes in Höhe von 15 Millionen Euro entwickelt und den Ländern im Zusammenwirken mit der Hochschulkonferenz getragenen Stiftung für Hochschulzulassung seit April 2011 einsatzbereit zur Verfügung gestellt.
Die Weiterentwicklung der Software und die Koordinierung mit den Hochschulen sowie die Verantwortung für die gesamte Durchführung des Verfahrens liegen alleine in der Hand der von den Ländern und Hochschulen getragenen Stiftung für Hochschulzulassung. Es ist somit mehr als unredlich, dass die Linken heute hier im Plenum wieder den Eindruck erwecken, die Fragestellung hätte irgendetwas mit dem Bund zu tun. Das ist schlichtweg falsch. Es ist Sache der Länder. Meine Damen und Herren, die Länder haben sich in Form eines Staatsvertrages verständigt. Und ich erachte das als sinnvoll, dass der Bund diese Einigung nicht durch ein Bundesgesetz gefährdet oder gar infrage stellt. Im Übrigen empfehle ich Ihnen eine Pressemitteilung der Stiftung Hochschulzulassung vom 9. März diesen Jahres. Darin wird deutlich, dass es mit dem dialogorientierten Serviceverfahren gut vorangeht. Mehr Hochschulen beteiligen sich daran und die Zahlen der Bewerber sind um 20% an diesem Verfahren gestiegen. Ich habe nicht den Eindruck, dass eine öffentlich-rechtliche Stiftung Fake News verbreitet. Das sind andere. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Linken ist aber auch wieder ein Spiegelbild dessen, was die linke Ideologie verherrlicht. Es ist eine Absage an die Leistungsbereitschaft der Menschen. Forderten Sie früher schon immer populistisch Master für alle, was Sie ja heute auch wieder tun, erweitern Sie nun heute Ihre Utopie und fordern ein Studium für alle. Gemeint ist, und das führen Sie auch aus, dass es für die Zulassung zum Studium oder die Zulassung zu einem Masterstudium keine Rolle mehr spielen soll, welche Leistung ein Student erbringt. Sie schreiben wörtlich, Zensuren spielen bei der Vergabe keine Rolle. Meine Damen und Herren, für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion spielt der Leistungsgedanke eine tragende gesellschaftliche Rolle. Wir setzen darauf, dass sich Menschen anstrengen, um etwas zu erreichen. Wir setzen auf Motivation, auf Bemühen, auf Ansporn. Und wir sind der Überzeugung, dass nur demjenigen der nächsthöhere Abschluss zustehen soll, der sich dafür qualifiziert, und zwar qualifizieren durch Leistung, Qualifikation durch eine gute Note. Und wir erteilen der linken Forderung nach dem Verschenken von Studienplätzen und nach dem Verschenken von Masterstudienplätzen eine ganz klare Absage. Wir setzen auf Leistung und nicht auf Geschenke. Meine Damen und Herren, abschließend noch ein Wort zum Hochschulpakt. Ich finde es unredlich, wie auch bei diesem Thema ein völlig falscher Eindruck von den Linken geweckt wird und die Menschen somit vorsätzlich falsch informiert werden. Wir haben in unserem Grundgesetz eine klare Zuständigkeit für die Länder bei der Hochschulausbildung. Freiwillig, ohne grundgesetzliche Verpflichtung, gibt der Bund im Rahmen des sogenannten Hochschulpaktes allein in Phase 3 9,9 Milliarden Euro an die Länder. Natürlich leistet der Bund einen Riesenanteil an Bildungsvorhaben von nationaler und internationaler Bedeutung. Wie Sie wissen, geben wir sogar im Bereich der Schule jetzt im Rahmen eines Digitalpaktes 5 Milliarden Euro. Aber nochmals, wir wollen keine Gießkanne, sondern wir wollen einen Mehrwert mit den eingesetzten Bundesmitteln erreichen. Wir wollen Bundesgeld an klare, überprüfbare Kriterien knüpfen, nachdem wir bei der Übernahme der BAföG-Finanzierung ein Debakel mit manchen Ländern erleben mussten, weil sie das Geld zweckentfremdet eingesetzt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eines muss weiterhin klar sein, Finanzierung der Hochschulen und Schulen ist und bleibt Sache der Länder. Schauen Sie dazu in das Grundgesetz rein. Und zu gern wird von Rot-Rot-Grün verschwiegen, dass die Steuermehreinnahmen ja insbesondere auch auf Seiten der Länder und Kommunen erfolgt. Daher ist es auch gar nicht schlimm, dass diese Zuständigkeit bei den Ländern liegt. 281 Milliarden Euro haben die Länder laut Steuerschätzung des BMF im vergangenen Jahr eingenommen. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Und die Steuerschätzung für die weiteren Jahre sagt ebenfalls eine kontinuierliche jährliche Steigerung voraus. Da ist es wohl selbstverständlich, dass man erwarten kann, dass die Länder auch dort das Geld investieren, wozu sie zuständig sind. Und die Zahlen zeigen deutlich, dass die Länder das auch können, wenn sie denn wollen. Meine Damen und Herren, bei der Nachfolge des Hochschulpaktes stellen wir uns nicht quer. Wir legen Wert auf sinnvolle und zielführende Ideen. Wir wollen die Qualität steigern und nicht die Quantität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zusammenfassend, dieser Antrag ist reiner Populismus, gepaart mit linker Ideologie und gespickt mit linker Utopie. Wir lehnen derartigen Blödsinn ab. Als nächster spricht der Kollege Kai Gehring.